Und damit erneut hallo zu einer weiteren Runde Dungeon Crawler. Sorry, dass kein Bravely Default kommt. Ich komme mit dem Leveln einfach nicht hinterher. Es ist so hart zu leveln in dem Spiel. Und ich habe immer noch versucht, meine Truppen so ein bisschen die Punkte hochzuleveln. Aber ich werde jetzt nochmal alle umsteigen auf ihre besten Skills, sodass ich ganze Gegnergruppen one-shotte. Ich schaue, dass ich irgendwelche Snacks bekomme, dass ich diese Gruppenfights habe, also diese Kettenkämpfe. Und dann hoffentlich so viel XP bekommen, dass wir so Level 50 erreichen und da dann hart rasieren. Und vielleicht werde ich auch einfach in den optimalen Sachen einfach durchrasieren. Und wenn ich Glück habe, mit diesen 12 Stunden Boosts mich da durchhaue. So, ich habe ja letztes Mal gesagt, dass wir die Sichel, den Morgenstern und wahrscheinlich einige der Dolche loswerden. Die Bombe weiß ich noch nicht. Das Stachelschild würde ich gern behalten, weil die Stacheln sind halt schon gut. Die Stärke haben wir ja festgestellt, ist eigentlich super. Aber ich würde zuerst den Kampf hier wagen. Weil ich nicht genug Gold habe, um hier so viel wegzunehmen. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist eigentlich auch gut. Auch wenn wir die Midas Hand mitgenommen haben, das ist nicht so schlimm. So, ich würde sagen, wenn wir Glück haben, kriegen wir zwei von den Klingen. Oh, eine ist eigentlich schon... wir machen die ja eh doppelt. Dann, nein! Wieso schmeißt er den Heilstab raus? Okay, den Heilstab, den muss ich jetzt nehmen. Okay, ich wollte die Kugel nicht haben. Ah, doppelter Heilstab, das ist doch... So lässt sich's leben. Ja, seht ihr, das ist das, was ich an der Sichel so doof finde. Ja, die hat zwar ordentlich Schaden gemacht. Eine weitere Hand brauche ich nicht. Überspringen wir das lieber. Schauen wir mal den Perk, weil vielleicht kriegen wir nochmal hier so ein... können wir gar nicht. Aber hier ist Vampirzähne. Das müsste ich kriegen. Das wäre gut. Oh, das wird nix. Ja. Okay, reduziere die Lebenspunkte der Gegner oder die Schläge werden härter. Ich würde sagen, wir reduzieren die Lebenspunkte von denen. Und jetzt werde ich erstmal hier reingehen, weil das müsste auf jeden Fall weg. Ich würde mal zwei Dolche wegmachen. Das sind genau 50. Perfekt. So, jetzt haben wir unser Repertoire verkleinert. So, jetzt hier die Bombe. Wir machen gleich die Bombe weg. Das ist ja auch eine coole Idee. Das war eine knappe Geschichte. Ja, kriegen wir mehr wie... Na, das ist eigentlich okay. Können wir jetzt hier hinten... Also das Schild war nicht mein Ansinn, aber vielleicht tue ich die großen Schilde auch raus, weil die haben für unser Bild gar keinen richtigen Nutzen. Denn die... Block zu Stärke. Dafür baue ich ja zu wenig Block auf und hier verwandelt die Stärke in Block. Das bringt auch nichts. Wir wollen die Stärke ja nicht verlieren. Die schadet uns ja nicht. Die schadet nur dem Gegner. Was wir wollten, wäre ja eher, dass wir... wobei, das hier könnte sogar noch gut sein, der Energy Drink.
dass wenn ich aus dem Block gepickt habe, ich dies in Stärke umwandle. Aber 4 zu 1 ist halt, dafür bauen wir nicht genug auf. Wie viel Metall haben wir? Das ist alles Metall. Das ist Metall. Wir haben genug. Ich versuch's mal mit dem Wettstein. Und schauen uns die Pachinko-Maschine an. Ja, das ist total irrelevant. Das können wir mal spielen. Das Fieberthermometer, das, da wir uns sowieso Lebenspunkte abziehen, ist das für uns vielleicht gar keine so schlechte Wahl. Ich versuche hier jetzt auch gleich mal so viel wie möglich Heilung zu grappen. Oh, okay, das war... Ich muss mal mehr nachdenken, wenn ich da was mache. Okay, also... Das ist ein super Grab. Oh, und in der perfekten Reihenfolge... Oh! Das fügt mir ausge... Okay, das fügt mir 10 zu. Das ist also... Das ist wieder... Das ist ein super Grab gewesen. So. Ja, das ist der Ring. Zweimal auch noch. Dann der Stab. Also ich glaube, unser Gegner hier... Ach, der hat... Ah, okay. Der fügt jetzt hier Gift und Vampir-CR. Aber der macht sich viel mehr Schaden. Aber wirklich jetzt? Also was sagt das hier? Erhöht den Schaden. Ich greife gleich mal hier rein, weil den Ring und das Schild zu haben, ist halt mächtig gegen den. Das Thermometer. Ich hätte gerne eine Funktion, wo man sieht... Ja, das hat mir jetzt 10 zugefügt. Also der Wettstein erhöht den Schaden um 8, wie es scheint. Um 5 meine ich. Um 5. Ja, und das war ja ziemlich einfach. Also das ist irrelevant. Flauschig wäre eine Möglichkeit. Unverwüstlich. Wir machen einmal einen Reroll. Das ist doch... Da ist es hier. Vampirzähne. Ich regeneriere. Das ist... doch eindeutig die beste Wahl. Weil wenn wir jetzt hier Schaden machen mit den zwei Sachen, dann kriegen wir hier, wir kriegen 5, aber wir kriegen... Warum habe ich... Ach. Ich krieg mit der Klinge, kriege ich, beziehungsweise mit den Dingern, ich zeige es euch gleich, ich kriege ja 3 Lebenspunkte pro Hit, weil wir 3-mal hitten. Nee, das war nur... Bei der Doppelklinge war es 3-mal, weil die Doppelklinge... Nee. Warum haben wir dann 3-mal gehittet? Warum haben wir 3 einzelne Lebenspunkte bekommen? Also wir bekommen einen Lebenspunkt, weil es mich gehittet hat. Ach ja! Ich Idiot. Die Doppelklinge fügt ja mir Schaden zu und dann noch dem Gegner. Und durch das mir Schaden zufügen, füge ich dem Gegner Schaden zu. Da kommen die 3 Hits her. Und deswegen habe ich 3 Trefferpunkte bekommen. Die Doppelklingen sind also extrem gut, was das angeht. Okay. Magnet ist ein No-Brainer. Yeah! Zauberstab dupliziert, was halt für uns eigentlich super ist. Weiß nicht, ich denke, das läuft gerade super. Was denn auch wieder für 2 Lebenspunkte mache ich, wie viel Schaden machen wir?
Ja gut, abhängig von unserer Stärke auch noch. Wie viel war das? Ich kann es gar nicht so schnell sehen, aber wir machen auf jeden Fall 4 Schaden. Und ich hätte den Heiltrank jetzt gebraucht. Ich muss immer gucken, dass ich am Ende... Na komm. Ja gut, ich sehe ja, wie ihr wollt, dass ich... Da will jemand, dass ich die Midas Hand nehme. So. Also die Stacheln kriege ich auch noch. Ach du je, das war ein schlechter Grab. Das war ein ziemlich guter, weil ich dann endlich Geld bekommen habe. Okay. Doppelstab. Ah, nee. Aber Stärke doppelt. Das ist, müsste kein Problem sein, hier jetzt das rauszugreifen. Und ich glaube. Mit dem müssten wir das... Ah, perfekt. Okay, genau, ich muss jetzt noch ein bisschen weitermachen. Okay, Bombe, Wurfstern. Oh, noch ein Ring. Das ist gut. Machen wir erstmal den Kampf hier. Oh, ich muss echt gucken, dass ich meine Lebenspunkte wieder zurückgewinne. Und ich sehe hier schon die beste Möglichkeit dazu. So. Ah, perfekt. Doppelter Heiltrank und das Ganze. Oh, das ist natürlich, das macht sein Schild kaputt, aber... So, muss hier gerade noch im Hintergrund meine WhatsApp-Nachrichten lösen. Ah, das Fieberthermometer. Glück. Mit Glück kriege ich. Ja, perfekt. Na, nee, nicht perfekt. Ich hätte das Fieberthermometer erst später gebraucht. Das hier macht eigentlich auch Sinn. Ich nehme es mal mit. Wir häufen ja sehr viel Stärke an. Deswegen... Ja gut, ich nehme mal den Magnet raus direkt.
Und da ist die Stärke. Das ist, wir machen den ersten einfach fertig. Das ist unglaublich. So, ich... Noch mehr Stärke. Oh, noch mehr Stärke. Gleich zwei Ringe. Und wir erledigen den den hinteren können wir nicht erledigen, weil der ausgewichen ist. Aber mit der Konstellation sollten wir, glaube ich, sogar... Ja. Das bringt uns nichts. Das ist halt immer so eine Sache. Ja, ein zweiter Magnet. Da können wir uns nicht zu schade sein. Also ich habe... Ach, hier gehen. Okay. Ja, das ist gut. Zwei mehr Stärke und direkt hier... Ah, oh, perfekt, denn den, der den meisten Schaden macht, gleich abgewehrt. So. Langsam funktioniert das Bild. Einmal das ist so ein doppeltes Schwert, nehmen wir immer. Du nimmst 5 Schaden und erhältst Block. Nee, das ist zu viel jetzt. Das war zu teuer geworden. Das machen wir. Oh komm, ey, das ist doch lächerlich. Das ist doch... Ja, so muss es gehen. Okay, hier, wir schauen wieder nach einer Menge Heilung, weil Geld kann ich genügend anhäufen, wenn wir genügend Runden laufen. Aber, ja. Ich hätte vielleicht hier vorher reingehen müssen. Okay. Behalte bis zu 10 Block, bringt uns nichts, aber hier, Goldrüstung. Wir kriegen 2 Leben, jede 10 Münzen. Das ist... Ah, hier, der erhöht den um 5. Dann mache ich hier mein Upgrade. Und die beiden Stäbe, das können wir dann nicht mehr, okay. Oh, man darf nicht vergessen, dass man sich ja tötet. Ach, hey, das war ja mal schlecht. Okay, ich bin nicht an das Schild rangekommen, weil ich möchte dieses Reflekt nicht haben. Ach nee, so viel Flaum. Das ist das Problem, der Flaum macht mir ja Schaden. Durch den Reflekt. Und jetzt, der verliert ja jetzt seinen Reflekt, oder? Dann müsste doch seinen Reflekt jetzt hier verlieren.
Mit der Return-Taste kann man übrigens das Ganze abbrechen. So. Das ist doch gut. Sind die eigentlich immer noch brennende Flammen? Ja. Okay, ein brennender Flaum, der doppelt ausgeführt wird. Das ist natürlich schlecht. Und dann. Ah, perfekt. Boah, ja, und dann wird es doppelt ausgeführt. Das ist ja, das vergesse ich immer. Das erste wird ja doppelt ausgeführt. Ich habe 40 Stacheln. Starte einen Kampf mit 5 Block. Erhalte 2 Stärke, wenn am Ende des Zuges... Ja, das geht nicht. Ausweichen tue ich nicht. Ich möchte es mit dem Gift jetzt nicht haben. Ich nehme mal Pingelig. Und ich bin einfach so bewusst nach vorne gelaufen. Ach komm, er hat so viel gegriffen gehabt und dann das. Ja, das war zu erwarten, das ist... Ich komme halt nicht an meine Heilsachen ran. Die sind alle so ein bisschen verdeckt. Okay, da ist der Heilstab und eine ganze Menge anderes Zeug. Dann würde ich sagen, ich nehme... Ah, ich will den Heilstab, wollte ich. So. Das ist zumindest etwas, womit ich seinen Schaden ein bisschen minimieren kann. Das ist perfekt. An dem können wir uns jetzt richtig hochheilen, so. Na, jetzt nicht mehr. Ich wollte ja den Stab eigentlich nehmen, aber mit der Klammer und der Stärke, die wir angehäuft haben, muss ich einmal hier hingehen, wenn mich das nicht hochheilt. Okay, den ersten haben wir schon besiegt. Es war ganz komisch, er ist ja nicht zugegangen. Das finde ich immer so komisch. Okay, ich wollte das Ding greifen.
Na, hoffen wir, dass der Heiltrank als... Ja, nee. Ich hatte gehofft, der Heiltrank geht als erstes ins Wasser. Ja, das nehme ich nicht. Das ist ein Gamekiller. Oh, eine Menge Heiltränke hier. Und ich krieg nur 3. Nicht mal 4, also 4 durch den Doppelten, ja. Aber echt... Ich würde sagen, wir gucken mal, was die Mülltonne macht. Okay. Das ist total unspielbar gerade. Also zumindest unnutzbar. Und genau das, was ich wollte, das ist natürlich dann nicht dabei. Warum wird das immer mehr rausgezogen? Sind die Magneten so stark? Also jetzt müsste die Pflanze ja eigentlich direkt krepieren, weil... Ja, weil wir so viel Leben schon verloren haben. Und ja, wir nehmen den doppelten Schild. Diese Doppelklinge hat halt immer das größte Problem mit... Ich versuche mich hier erstmal in der Hoffnung, dass wir... Alles gut? Ja, wenn wir den Magneten haben, dann geht das eigentlich auch. Mein größtes Problem ist nur... dass die Heilung wirklich zu wünschen übrig lässt, sag ich mal. Oh, wir sind ja auf Ebene 5, merke ich gerade. Ich versuch's. Wir müssen einen starken Fokus auf die Heil-Items richten jetzt, damit wir immer in den Top-Prozenten bleiben. Und ja, ich habe das gesagt und picke hier gleich das Schwert. So, das ist gut. Dürfte den vorderen ja killen. Der Dolch killt den und das andere nicht. So ist okay. Und jetzt können wir mit dem Heilstab, der sogar zuerst kommt. Ja. Ich glaube, das ist noch ein Heilstab. Mal sehen, was kann ich raus tun? Die Bombe brauchen wir auf keinen Fall. Eine Midas-Hand. Ich würde die Schilde schon fast raus tun, weil die sind uns nur im Weg. So. Wir müssen mehr damit arbeiten, dass wir Leben regenerieren. So, das ist doch... Wir bauen Stärke auf, die Heilung ist zwar jetzt nicht so wie die Stärke, die wir aufbauen, aber dadurch, dass wir keine großen Schilde mehr haben, die uns so stark blockieren, wie sie es vorher gemacht haben. Okay, das ging ziemlich gut ab. Ich versuche mal, vielleicht können wir uns in dem kleinen Kampf ein bisschen auffrischen.
So, das sieht doch gut aus. Nee, das Fieberthermometer kam vorher. Nein. Ich finde es immer beunruhigend, wenn das so aussieht. Ja, solange... Oh. So, reingeschubst. Okay, wo... Ah, da ist... Irgendwie klebt es an dem. Ich weiß zwar nicht warum. Aber die kleben so fest. Gut. Das können wir lassen und wir gucken mal, was wir hier. Also die Stäbe würde ich gerne beide noch aufwerten und den Heiltrank. So. Und dann nehme ich so viel auf, dass ich sogar schon in eine zweite Folge reinkomme und das gar nicht bemerkt habe. Jetzt habe ich es bemerkt. Okay, dann werden wir jetzt noch die zweite Folge zu Ende machen und ich muss das schneiden. Ich steige direkt in den Bosskampf rein. Ich möchte keinen kleinen Kampf haben. Ich werde hier mich direkt darum kümmern, geheilt zu werden. Und ein bisschen Schild aufzubauen. Das tut natürlich extra weh, weil wir einen Haufen... Oh Gott. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen tragisch, aber wir nehmen das jetzt mal als... Oh, das ist ja interessant. Die Beta-Test ist da. Extra lange. Dann wird es hier eben eine extra lange Folge. Erstmal viel Spaß und ich schau mal da rein. Vielleicht werde ich zum Beta-Tester. Bis dahin also. Ich habe das gar nicht bemerkt. Bis dahin. Ciao.